Freunde, heute wollte ich ganz gerne darüber reden, wo sitzen denn die Sicherungen in einem E90, E91, ja, 3er BMW. Und zwar sitzen sie genau hier drin in den Handschuhfach. So, jetzt muss ich hier ein bisschen Licht anmachen. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig Licht. So ist es, glaube ich, etwas besser. So, hier vorne, also wie man deutlich sehen kann, haben wir so einen Drehverschluss und da vorne auch noch einen. Die müssen wir einmal zur Seite drehen, also dass es quasi nicht mehr horizontal, sondern vertikal steht, und dann kann man die Klappe abnehmen. So, und da vorne sind die ganzen Sicherungen drin. Wie man deutlich sehen kann, und die sind auch alle vernummert. So, und jetzt ist es so, dass der eine oder andere vielleicht die Zettel nicht mehr hat, ja, wozu welche Sicherung gehört. Und da mache ich für euch einfach mal so ein Standbild. Da kann man sehen, quasi einmal, ich weiß nicht, ob das so besser ist, so ist glaube ich besser, einmal sehen, wo welche Sicherungen sitzen. Das sieht man hier oben. Hier sieht man, wie viel Ampere jede Sicherung hat, da unten. Also das heißt, Nummer 1 hat 10 Ampere, Nummer 2 hat 5 Ampere, Nummer 3 hat 15 Ampere und so weiter. So, jetzt einfach mal möchte ich das Ganze als Standbild. Ah, was ist denn los mit meiner Kamera? Entschuldigung. Als Standbild einmal festhalten, dass man vielleicht das Ganze, falls man die Zettel verloren hat oder nicht mehr findet oder was auch immer, dass man das Ganze nutzen kann. Und auf der anderen Seite, da sehen wir, wo die Sicherung hingehört. Ja, das heißt, da steht einmal die Sicherungsnummer, von mir aus Nummer 20. Wo die Nummer 20 ist, wissen wir ja. Und da weiß man, aha, okay, das gehört zu ABS, das andere zum Lenkrad, zu Anhängerkupplung und so weiter. Das halte ich auch als so ein Standbild fest und hoffe natürlich, konnte damit den einen oder anderen weiterhelfen. Wie gesagt, weil viele, also ich war ja froh, dass ich die Zettel gefunden habe, den einen oder anderen hat ihn vielleicht nicht mehr, und da kann man sehen, wozu gehört, Sitzheizung oder Lüftung oder was auch immer, um eventuell die Sicherung tauschen zu können. Ja, von meiner Seite war es das, an sich kurzes, knackiges Video. Nochmal mit ein paar Informationen für diejenigen, die da vielleicht auf der Suche sind. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.